Yo, 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 was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Genghis44 TV. Heute soll es mal nicht um das Thema Rocker oder sonst was gehen. Heute beschäftigen wir uns mal mit zwei sehr großen YouTubern. Ihr wisst, ab und zu mache ich so eine Videos auch. Und zwar immer dann, wenn mir das Unrecht und irgendwelche Lügen bei solchen Themen extrem auf den Sack gehen, ja. Und heute beschäftigen wir uns mit einem YouTuber, den ich eigentlich mag, aber der jetzt schon zum zweiten Mal negativ in meinen Videos auftaucht. Und zwar der gute Simon Unge. Es handelt sich dabei um eine Geschichte, um Leon Mascher, ja. Leon Mascher ist ein YouTuber, der lange Zeit jetzt sagen wir mal inaktiv war und wieder zurückgekommen ist. Und er war halt bekannt für seine Prank-Videos. Und hinterher kam halt raus, dass seine Prank-Videos alle inszeniert waren, ja, also gestellt. Okay? Das waren keine echten Prank-Videos, sondern ja, einfach gestellte Kacke. So, ja. Dafür hat er einen großen Shitstorm kassiert und also noch ein paar andere Sachen passiert. Und ja. Seitdem ist er halt irgendwie bei einigen unten durch. Und jetzt habe ich aber eine kleine Kritik. Leon Mascher ist wieder zurückgekommen und hat sich quasi entschuldigt für seine Sachen. Ja. Er hat Reue gezeigt, möchte in Zukunft anderen, vernünftigeren Content machen. Und jetzt haben wir aber so Leute wie ein Simon Unge, jetzt haben wir aber Leute wie ein Simon Unge, jetzt haben wir aber Leute wie ein Simon Unge, der meiner Meinung nach hier weder fair noch neutral über diesen Jungen redet, ja. Scheiß mal auf das Neutral, aber er ist wirklich meiner Meinung nach sehr unfair. Und Leon Mascher hat ein Video gemacht, was sich da nennt Lügenbaron Unge versus Leon Mascher Spezial, ja. Beziehungsweise, das ist das Live-Reaction-Video von Unge auf die Anschuldigung von Leon Mascher, wo er den Unge ein Lügner und Manipulator nennt, ja. Lügenbaron und Manipulator. Und ich habe mir diese Reaction jetzt angeschaut, die ersten 20 Minuten, 18 noch was Minuten. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich abgefuckt von der Reaktion von Unge. Weil das einfach, seine Argumente sind einfach völlig daneben. Und ich weiß nicht, ob er selber mitkriegt, aber er ist in diesem Fall einfach klar im Unrecht. Und wenn man mal im Unrecht ist, dann sollte man einfach sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut. Und ich erzähle dir Scheiße. Ich laber Scheiße. Ja, wir wissen alle, Unge hat eine riesengroße Fanbase und ich könnte mir hier ins eigene Fleisch schneiden bei dieser ganzen Geschichte. Aber ich stehe jetzt auch irgendwie für Real Talk und für klare Fakten und Ehrlichkeit und dieses so herunterschauspielern der eigenen Aussagen von Unge, das fuckt mich einfach mega ab. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in das Video rein, ja? Dann könnt ihr euch alle noch mal ein eigenes Bild davon machen. Ich bin auf jeden Fall davon hardcore getriggert. Ich fange mal hier am Anfang an. Ich möchte vorab sagen, ich habe kein Persön. Glaub's mal! Das Fisch! Onkel schon immer gesagt hat, auf große Macht folgt größte Verantwortung. Auf große Macht folgt größte Verantwortung. Digga, nur weil wir nicht darüber reden, Leon, nur weil wir dich nicht angeprangert haben, du kleiner Hund. Dir vielleicht Gedanken machen, was du für ein Lappen bist. Du bist niemals sicher, Leon. Du bist. So, ich muss dafür, glaube ich, mal meine Cam woanders hinschieben. So. Niemals sicher. Du disst dich einfach selber mit deiner fucking Heuchler-Scheiß. Und wenn du noch einmal das Wort Insel im Mund nimmst, Leon, dann gibt's aber eine Schelle. So, jetzt! Okay, schon mal ein gutes Intro.
Also das ist so, haben wir es aufgebaut. Am Anfang versucht er erstmal das Schlimmste, was ich je gesagt habe. Das war jetzt nur das Intro, das ist noch nichts Besonderes. Gehen wir mal weiter dahin, wo es interessant wird. Auch die Zuschauer, jeder hat die Payback-Videos angeguckt, hat sie gefragt, könnt ihr in Livestreams nachgucken. Ich habe mich entschuldigt bei Leon, ich habe gesagt, hey, ich hatte keine Diskrepanz mit dir. Ich weiß, du hattest einen kleinen Shitstorm bei der Madeira-Sache. So, ab hier geht's so ein bisschen los. Er geht erstmal auf die Madeira-Sache ein. Anstatt dass er auf Sachen von sich selber eingeht, geht er auf die Madeira-Sache ein, weil die Madeira-Sache wirklich einen dicken Shitstorm gebracht hat. Das kennt die Sache noch. Nee, das hat nämlich damit zu tun, dass er auf die Madeira-Sache eingeht und nicht auf Sachen von sich selbst, weil er gerade eine Argumentationskette aufbaut und da die Madeira-Sache wichtig ist. Ne? Weißt du aber auch, und hier fängt es schon an, dass du anfängst, echt Mist zu erzählen. Und ich halte eigentlich große Stücke von dir, auch immer noch. Ich finde, du hast eigentlich dein Herz am rechten Fleck, aber Bro, Irren ist menschlich, so, und in diesem Fall liegst du einfach daneben, ja, und es wäre schön, wenn du da den Fehler deinerseits einfach akzeptieren würdest, ja. Aber wir gehen mal weiter hier. Noch, ich habe da auch im Stream drüber gesprochen, dass ich da auch die Dislikes und Likes ausgeschaltet habe. Ich hätte auch heute im Stream die Dislikes und Likes ausschalten können. Habe ich aber bewusst dagegen entschieden, obwohl ich schon sehe, dass halt viele Leute gerade disliken. An dieser Stelle danke an alle Likes. Kuss geht raus. Ich sehe schon, dass viele Leute disliken, obwohl ich noch gar nicht das Video fertig geguckt habe oder irgendwas. Das ja, weil du in den ersten 13 Minuten einfach schon nicht wirklich sinnvolle Sachen gesagt hast. Deswegen die Dislikes. Wie es geht. Ja, das durchziehst. Und ich gehe auch die ganzen Mimi-Sachen gehe ich nicht drauf ein. Ich gehe jetzt nur um uns. Es nervt halt, dass er immer noch nicht angefangen hat. Er fängt jetzt halt hier irgendwo an. Anscheinend hast du nichts draus gelernt. Kommen wir mal direkt zu einer ganz ekelhaften Aussage von dir, Unge. Also Leon ist so. Ja, hier geht's jetzt los, so richtig los. Hier kommt die erste Drecksaussage von Unge. Und ihr erinnert euch daran, ich habe auch mal Leon in dem Leon Lovelock, ist das noch ein Leon, Alter, was ist denn immer los? Immer die Leons hier. Ne, aber Leon Lovelock hatte ich auch in Schutz genommen, weil da auch wieder einfach zu krass drauf rumgeritten wurde. Auch an dieser Stelle wieder von Simon und von KuchenTV. Über KuchenTV braucht man eh nichts sagen, Alter. Der Typ ist sowieso unten durch und ist nur ein Unruhestifter und macht nur Ärger. Und was da Leute schon für Probleme wegen ihm bekommen haben. Naja, aber der kommt mal zu einem anderen Zeitpunkt. So, jetzt hat er versucht, ich kann euch ganz kurz sagen, was Leon jetzt versucht. Nee, du brauchst nicht sagen, was Leon hier versucht. Lass Leon einfach mal reden und danach kannst du dazu was sagen. Weil das, was er hier gerade macht, das ist genau das, was Leon ihm vorgeworfen hat. Er manipuliert. Er fängt jetzt schon an, gerade zu manipulieren. Leon versucht jetzt das Schlimmste am Anfang vom Video reinzupacken, das Schlimmste, was ich je über ihn gesagt habe, am Anfang vom Video reinzupacken, um sozusagen klar von Anfang an darzustellen, okay, Simon hat das über mich gesagt und er verdreht das Ganze so weit, dass er darauf das ganze Video über aufbaut. Jetzt hört genau zu, was Leon, was ich sage und was Leon daraus macht. Für mich einfach nur noch eine Parodie auf einen Menschen. So, ich habe gesagt, Leon ist die Parodie auf einen Menschen. So, und jetzt achtet mal, was er jetzt versucht. Für mich. Leute, die meine Gaming-Streams gucken oder... Die Parodie auf einen Menschen, er spricht hier ihm den Status Mensch ab, das sagt er auch gleich nochmal. Meine Streams schon länger gucken, wissen, dass ich sage ich häufiger. Das sage ich auch zum Beispiel zu Nilo, als wir Trials of Mana gespielt haben, das ist jetzt sehr Insider-mäßig, das wissen viele nicht, weil das ist halt Gaming-Streams und so. Ja, genau, es ist insidermäßig, es wissen viele nicht und deswegen ist es auch absolut irrelevant. Du hast selber gesagt, dass es, dass man mit großer Reichweite auch eine große Verantwortung hat und man sich davor nicht drücken kann. Und jetzt sagst du, ja, deine Aussage, die hast du zwar getroffen, aber Insider wissen, dass ich das eigentlich gar nicht so gemeint habe. Ich habe auch schon zu Nilo gesagt, wenn er irgendwie was Dummes macht, zum Beispiel er springt von der Brücke im Spiel und ist dann muss ich ihn wiederbeleben, sage ich, du bist einfach nur die Parodie eines Menschen. Ich persönlich, aber es kann jeder seine Beleidigung selber so einschätzen, wie er möchte, ich persönlich finde, die Parodie auf einen Menschen ist keine krasse Beleidigung. Ich habe mir dafür mal den...
Also, erstens mal, wenn du deinen Freund beleidigst, ist das was anderes, als wenn du jemanden damit beleidigst, der nicht dein Freund ist, ja? Das weiß jeder, das kennt jeder von uns, ne? Wenn man mal, du Spinner, du Opfer oder sonst wie was zu einem Kollegen sagt, ist das wohl was anderes, als wenn man das draußen zu irgendjemandem sagt, ne? Das weißt du auch, Unge, und du verdrehst dir irgendwie die Tatsachen. Und das Lächerlichste ist das, was er jetzt macht. Wikipedia-Beitrag hier rausgelesen. Und da steht auch drin, das ist eine Parodie. Jetzt versucht er ernsthaft, also wirklich, das ist so albern und lächerlich, jetzt versucht er ernsthaft mit einem Wikipedia-Eintrag seine Aussage herunterzuspielen. Also was? Ja, vielleicht funktioniert das bei deinen 13, 14-jährigen Zuschauern, aber ey, jeder erwachsene Mensch oder jeder, der irgendwie halbwegs was in der Birne hat, weiß doch, dass du gerade absoluten Müll erzählst. Ja? Wie ist denn deine Aussage gemeint? Ja? Ja, eine Parodie wird normalerweise das Original überzeichnet. Ja, das ist heute eine komische Wirkung. Eine Parodie braucht nicht zwingend abwertenden Charakter zu haben. Also eine Parodie ist nicht automatisch was Schlechtes, aber eine Parodie bedeutet so viel, wie was ich damit meine, ist, dass er einfach eine Rolle spielt. Ich hätte auch einfach sagen können, Leon, du spielst eine Rolle. Du spielst in deinen Videos, du spielst oft eine Rolle. Und da. Nein. Das ist nicht dasselbe. Das ist absolut nicht dasselbe. Und außerdem hast du es doch abwertend gemeint. Das hört man doch. So, verstehst du? Also dieser Versuch mit einem Wikipedia-Eintrag eine Beleidigung von sich zu rechtfertigen, ne? Das ist so schwach. Was meine ich damit? Mit Parodie auf einen Menschen. Was er jetzt daraus macht ist, du sagst, ich bin kein Mensch mehr, du sprichst mir alle Rechte ab, wer bist du, du bestellst dich über mich, bist du ein Diktator und jetzt geht's so los. Also ich sage, du bist die Parodie auf einen Menschen für mich und jetzt kommt, was er daraus macht. So, und jetzt hört genau hin, was der Original Simon Unge von damals dann dazu sagt, ja? Hast du nichts draus gelernt? Kommen wir mal direkt zu einer ganz ekelhaften Aussage von. Ganz ekelhafte Aussage, let's go. Hier, Unge. Also, Leon ist für mich einfach nur noch eine Parodie auf einen Menschen. Leon hat es geschafft, den Status Mensch abzugeben und er ist ab jetzt nur noch eine Parodie auf einen Menschen. Also, Leon hat es geschafft, den Status Mensch abzugeben und er ist jetzt nur noch die Parodie auf einen Menschen. Alter, ist klar, dass man da sauer wird. Was ist los? Wer bist du, dass du... Also seine AirPods hätte er nicht unbedingt so auf den Tisch knallen müssen. Die sind nämlich gehen relativ schnell kaputt. Du sagst... Ist auch eine beliebte Taktik hier von Leuten, anstatt da drauf eingeht, was wirklich da passiert in dem Video und auf seine Beleidigung, kommt er jetzt auf die AirPods zu sprechen. So, was jucken nicht seine AirPods? So, das ist einfach irrelevant. Dass ich kein Mensch mehr bin. Ich bin eine Parodie auf einen Menschen. Ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nie erlebt. So eine Er hat in seinem ganzen Leben so eine Aussage noch nie erlebt. Sowas hat er noch nie gehört. Überlegt euch das mal. Wie viele Diss-Tracks es gegen Leon gab. Von Reportagen, von Mimi. Er wurde jahrelang in den Kommentaren kritisiert. Auch oft manchmal zu Unrecht beleidigt. Und das Beleidigung ist sowieso immer uncool. Also so Beleidigungen, die gegen Mutter gehen oder ne, Huren, so solche Sachen, sind immer uncool. Er wurde schon so viel beleidigt und gedisst, aber er hat in seinem Leben noch nie so was Schlimmes gehört, wie die Parodie auf einen Menschen. So, jetzt frage ich euch, ne, jetzt frage ich einfach euch, denkt ihr, das ist wahr, was Leon da sagt, oder versucht er gerade einfach nur, sich künstlich in eine Opferrolle zu stellen, damit er Zuspruch bekommt von den Leuten, weil das ist... Also erstmal... Es ist doch völlig egal, ob er hier an der Stelle schon mal was Schlimmeres gehört hat oder nicht. Ja? Wenn er in diesem Moment sagt, Alter, sowas habe ich noch nicht gehört, sowas ist mir noch nicht unter die Ohren gekommen, dann heißt das doch einfach nur, dass das eine krasse, verletzende Aussage war. Es ist doch scheißegal, ob es nicht doch irgendwann mal was gab, was schlimmer war. Es ist völlig egal. Es ist einfach wieder ein irrelevanter Punkt, der von dir hier aufgegriffen wird. Ja, Unge? Das ist einfach völlig irrelevant. Das ist das, was ich da glaube. Aber ich möchte dir nichts unterstellen, Leon. Vielleicht ist es wirklich das Schlimmste, was du je in deinem Leben je gehört hast. Weil du hast so viele Menschen gedisst, gehört hast, sodass da... Aber okay,
Ich bin der Lügner, der Manipulator steht im Titel. Also gucken wir weiter. Ja, weil du hier auch gerade manipulierst. Du gehst auf Punkte ein, die völlig irrelevant sind. Ich kein Mensch mehr bin. Ich bin eine Parodie. Ich habe auch nicht gesagt, dass er kein Mensch mehr ist. Ich habe gesagt, du bist eine Parodie auf einen Menschen. Parodie auf einen Menschen? Nö, du hast gesagt, er ist kein Mensch mehr. Du hast gesagt, er hat offiziell den Status Mensch abgelegt und ist nur noch die Parodie auf einen Menschen. Hast du gesagt. Fakt. Hier lügst du wieder. Ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nie erlebt, so eine Aussage. Und das von dir umgeht. Was ist los bei dir, Mann? Du sagst zu mir, ich bin eine Parodie auf einen Menschen. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin richtig sauer, als ich das gehört habe, Mann. Bist du ein... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir die Beleidigung leid täte, würde ich mich dafür entschuldigen. Das sage ich auch. Ich habe auch Beleidigungen gesagt, die tun mir leid. Zum Beispiel gleich sagte er noch, dass ich Hund zu ihm gesagt habe. Es tut mir leid für die Hunde. Aber pass auf. Jetzt erstmal... Es tut mir leid für die Hunde. Alter. Anderes. Ich finde gerade, wie er sich benimmt, dass er seine Kopfhörer rausnimmt, auf den Tisch schlägt, dass er sagt, das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gehört habe. Das ist für mich eine Parodie auf einen Menschen. Er parodiert doch gerade absolut seine Rolle. Er ist doch komplett in der Rolle. Also das kannst du euch erzählen, dass der, wenn er vor mir so stehen würde, dass er sich so benehmen würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er sich so benehmen würde. Glaube ich einfach nicht. Und das ist meine Meinung. Aber ist okay, jeder kann seine eigene Meinung haben, Leon. Das ist auch wieder so ein Schwachsinn. Jetzt benutzt er die Aussage für Parodie eines Menschen, benutzt er jetzt wieder zum zweiten Mal so, wie er es eigentlich überhaupt nicht gemeint hatte. Wir haben doch alle gewusst, wie du es gemeint hast. Und jetzt, Alter, ey, das geht gar nicht. Übermensch, bist du was Besseres als ich? Und jetzt versucht er so... Aus dem einen Wort parodierst, also aus dem einen Satz parodierst einen Menschen, versucht er jetzt so viel rauszuziehen. Bist du was Besseres als ich? Bist du ein Übermensch? Bist du das? Habe ich nicht gesagt, Leon. Besseres als die anderen. Ich verstehe das nicht, wie du sowas sagen kannst, Mann. Wie du so eine Behauptung von dir geben kannst. Das ist das allerletzte, Mann. Wir leben im Jahr 2020, dass jemand sowas noch sagt, das im Internet mit einer riesen Reichweite. Und das noch vertritt, diese Meinung vertritt. Ey, Leute, ich würde es mir nicht mal meinen Feind wünschen, dass ich sage, du bist kein Mensch mehr. Er würde seinen Feinden nicht mal wünschen, dass jemand sagt, du bist die Parodie auf einen Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Euren Feinden. Überlegt mal, ihr würdet eure Feinden... Auch hier werden die Sachen wieder komplett verdreht. Er hat gesagt, ich würde es meinem schlimmsten Feind nicht mal wünschen, dass man ihn nicht mehr als Mensch ansieht. Ja? Würde des Menschen ist unantastbar und so. Ja? Simon Unge. Feinden nicht mal wünschen, dass jemand sagt, du bist die Parodie auf einen Menschen. Digga, da werden die Feinde aber ganz schön geschockt sein, wenn jemand sowas sagt. Also, ich fühle das einfach nicht, Leon, ich fühle das einfach nicht. Aber es ist okay, Lügner und Manipulator, aber wenn ich zu dir sage, du bist Parodie auf einen Menschen... Bin ich sauer, dass er sich das erlauben kann, um zu entscheiden, dass der kein Mensch ist, der ist ein Mensch. Ich entscheide, der ist ein Mensch, der ist kein Mensch. Behauptet er jetzt einfach. Er behauptet in dem ganzen Video übrigens Dinge ohne Belege, sagt aber dann immer zu mir... Ja, weil du eine riesengroße Reichweite hast... Und eine riesengroße Gefolgschaft. Und wenn du einfach im Internet Leute so diffamierst, dann haben die davon bleibenden Image-Schaden. Vielleicht sollte dir das mal bewusst sein. Genauso wie du ein Varion dazu verholfen hast, innerhalb von irgendwie einem Monat von 10.000 Abonnenten auf über 1 Million Abonnente zu kommen, kannst du genauso gut mit deiner Reichweite und mit deiner Macht Leute einfach komplett zerstören. Ja, und die einfach komplett in der Öffentlichkeit und in der YouTube-Welt kaputt machen. Und jetzt sag mir nicht, dass dir das nicht bewusst ist. Hast du nicht eine Mäus angeboten oder auch schon anderen YouTubern, ey, wenn euer Kanal hops geht, ich zieh den wieder hoch? Also deine Macht ist dir durchaus bewusst. Oder du bist dir über deine Macht durchaus bewusst. Du weißt, dass du mit dem Finger schnippen kannst und irgendeinen Typen einfach... Und irgendein Typ einfach 1 Million Abos bekommt, ja? Du weißt, du kannst mit dem Finger schnippen und irgendein Typ, den du dir aussuchst, der wird einfach platt gemacht auf YouTube, ja? Das weißt du doch. Mir, ich hätte keine Belege und Fakten, wenn ich über ihn rede, aber er macht das die ganze Zeit. Ach, der ist eine Parodie von einem Menschen. Unglaublich, du bist so hochmütig, Mann. Die einzigen Menschen, die andere Menschen klassifizieren. Jetzt kommt's. Denk doch an, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, er ist die Parodie auf einen Menschen für mich.
in der Situation, wo er was Dummes gemacht hat. Er hat irgendwas Dummes gemacht, wo er so er getan hat, das war in der Mimi-Payback, wo er irgendwas Dummes getan hat, was jeder offensichtlich als Fake sieht. Und er hat so getan, als wäre es echt. Mimi hat das aufgedeckt und dann habe ich gesagt, boah, das ist einfach nur lost. Er ist die Parodie auf einen Menschen. Und jetzt hört euch zu, was er daraufhin zu mir sagt. Hier aus ihrer Selbstgerechtigkeit sind Diktatoren. Heute leben wir in 2020. Also ich bin jetzt ein Diktator. Ich bin jetzt gleichgesetzt mit einem Diktator. Ihr wisst, was Diktatoren sind. Kim Jong-un, Adolf Hitler. Das sind Diktatoren. Ja, er setzt mich jetzt, weil ich gesagt habe, er ist die Parodie auf einen Menschen, setzt er mich mit einem Diktator auf eine Stufe. Er sagt, sowas sagen Diktatoren. An dieser Stelle, Grüße an Kim Jong-un. Ja, einfach lächerlich hier, wie er das runterspielt und wie er es absichtlich falsch verstehen will, die Aussage von Leon. Wenn Leon sagt, Alter, das ist das, was du machst, das machen Diktatoren, dann ist es genau auf das zurückzuführen, was ich gerade angesprochen habe, ja. Er hat einfach die Macht und der nutzt die Macht aus. Und wenn er sagt, ey, der ist jetzt scheiße, dann gehen alle Leute drauf auf den und sagen und spammen ihn voll, disliken seine Videos. Und weiß ich nicht was, ne? Und genau das ist es. Wenn man jetzt natürlich alles wortwörtlich nimmt, das ist ja auch das Geile. Er kritisiert Leon dafür, dass er das mit dem Parodie auf eines Menschen so wörtlich nimmt, aber selber legt er jetzt auch jedes Wort von Leon auf die Goldwaage. Ja, was denn jetzt? Also, wenn du der Bessere sein willst, wenn du besser sein willst als Leon, dann mach doch nicht das, was du ihm vorwirfst. Du kannst doch nicht einem Menschen vorwerfen, Alter, du legst hier gerade jedes Wort von mir auf die Goldwaage, aber andererseits machst du es in deinem Reaction-Video da drauf genauso. Genau dasselbe. Weiter geht's. Aber ein bisschen Späßchen müssen zwischendurch sein, Leute. Ein bisschen Späßchen müssen sein. Und du tätigst so eine Aussage umgehen. Wie kannst du nur, Mann? Du möchtest meine Seite nicht hören, weil du schon ein Urteil gesprochen hast. Ich möchte deine Seite sehr gerne hören, Leon. Und du sagst, ich möchte deine Seite nicht hören. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch im Stream gesagt, ich habe mir dein Video privat angeguckt zu Mimi, aber ich bin, weil Mimi ein Kollege von mir ist, bin ich nicht unparteiisch und deswegen habe ich aus Respekt Leon gegenüber darauf nicht reagiert, weil ich Leon eben nicht irgendwelche Sachen unterstellen wollte, beleidigen wollte. Ich wollte erstmal warten, was Mimi noch dazu sagt. Und wenn die beiden das geklärt haben, kann man auch sagen, okay, das Fazit ist jetzt klar. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich mische mich da nicht ein. Weil jetzt muss erstmal das... erstmal ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Das machen Diktatoren, Mann. Ich habe den Status Mensch abgegeben. Dass du das entscheidest, Mann. Ich habe nie was gesagt, aber das Ganze geht langsam wirklich zu weit. Ich habe einfach das Gefühl, du denkst, dass du was Besseres wärst als ich oder als andere Menschen. Also da kann ich was zu sagen. Ich halte mich nicht für was Besseres als Leon und als andere Menschen sowieso nicht. Ich halte Leon in manchen Situationen, die er in seiner Vergangenheit getan hat, auf jeden Fall für bedenklich. Er hat viel gelogen. Aber das Geile ist ja, dass Leon so extrem viele Videos gemacht hat, wo er gelogen hat, es kam alles raus. Und jetzt macht er einfach die Spiegelmethode und sagt einfach, nee, du bist ein Lügner, du bist jetzt ein Lügner. Leon, du hast so viel gelogen. Und das finde ich schade, aber ich halte dich nicht für was Schlechteres. Ja, hat er. Er hat dafür auch seine Kellen gekriegt. Er wurde deswegen auch von allen fertig gemacht, ist auch schön und gut. Er hat die Payback-Videos kassiert von diesem Mimi. Und darauf braucht man aber jetzt nicht mehr eingehen. So, das ist, sollte irgendwann nach 4 Jahren auch mal vom Tisch sein, das Ganze. Für mich bist du ein Mensch wie jeder andere. Alles ist entspannt. Vergleiche nichts hier. Das ist meine Meinung. Weil ich das die ganze Zeit. Für so ein paar Sätze ist was. Leons Likes auf Twitter. So, jetzt kommt eine Sache, da muss ich mich auf jeden Fall entschuldigen, weil viele Leute verstehen in manchen Punkten meinen Humor nicht und letztendlich die Aussage, auch wenn es nicht 100% ernst gemeint ist, die Aussage mit den Likes ist kompletter Quatsch. Das war eine Anspielung, aber das kennen viele nicht, weil das Problem ist, ich bin schon so lange auf YouTube, ich mache manchmal Insider oder bringe manchmal Insider von ganz früher. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, es gab mal ein Video von KS Freak und da hat KS Freak auf Instagram gesagt, oder irgendwo in einem Instagram-Livestream, glaube ich, hat er gesagt, die YouTuber, die auf Instagram viele Follows und Likes und so haben, damit zeigt man, wie relevant die sind. Also er hat sozusagen gezeigt, er hat so gesagt, ja, nur über Instagram-Likes und so, da zeige ich euch.
Finde ich auch absolut gelogen. Hier sagt er nämlich, Mimi hat mehr Likes als Leon und deswegen hat Mimi recht und der andere hat Unrecht. Also die Aussage ist also, wenn jemand mehr Likes hat bei einer bestimmten Sache, dann ist der automatisch im Recht. Und jemand, der weniger beliebt ist und weniger Likes hat, ist automatisch im Unrecht. Und hier sagt er jetzt am Anfang, er entschuldigt sich dafür, rudert aber direkt zurück und sagt, ja, ich habe das gar nicht so gemeint, das war wieder nur ein Insider. Ich habe eigentlich darauf eine Anspielung gemacht. So, auf irgendeinen Insider. Digga, auch wieder absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Da hole ich auch gern wieder die Keule raus mit der Verantwortung. Du bist dir deiner Macht und deiner Verantwortung doch bewusst. Ja, und dann bringst du irgendwelche Insider, von denen du weißt, dass kaum einer davon einen Plan hat und versuchst so deine wirklich dumme Aussage zu rechtfertigen. Das ist nicht nice. Das ist überhaupt nicht nice. Euch, wie wichtig macht. Leon hat nicht genug Likes, aber aber eine Sache kann ich zu der Twitter-Sache sagen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Erstmal, weil mein Humor manchmal ein bisschen intransparent ist. Das gebe ich zu. Ich verpacke Sarkasmus nicht so offensichtlich und Likes haben gar keinen Belang. Also da kann ich Leon zustimmen in dem Punkt. Mimi hat auf Twitter mehr Likes und mehr Zuspruch gehabt. Leon hatte da 70 Likes. Ja, finde ich gut, dass er sich hier entschuldigt. Auch wenn das natürlich so ein bisschen... In dieser Szene kann er aber auch nicht viel richtig machen, ne? Er rudert hier halt zurück, aber wenigstens sieht er es ein. Das ist... Das Mimi hier... hat mehr Likes, schön und gut, auf Twitter bin ich nicht so aktiv, so mehr Likes hat als meine Aussage. Willst du jetzt den Leuten da draußen klar machen, dass er recht hat? Dass alle denken, weil wenn einer mehr Likes hat, spricht er die Wahrheit? Habe ich von Kaeswig so gelernt und seitdem ist es meine Überzeugung. Och. Also, ne, absoluter Bullshit auch und hier auch, dass er nochmal versucht, witzig zu sein, indem er das nochmal wiederholt. Dann hätte man in dem Moment das auch mit der Anspielung sagen können, ne? Von wegen, hier haben wir ja von KS-Freak gelernt, ne? Hätte er das in seiner ersten Aussage auch machen können. Hat er nicht, ist schwach. Ganz schlechtes Argument jetzt zu sagen, das wäre nur eine, nur ein Insider-Spruch gewesen. Ja, recht. Besseres als ich ist das. Das sind Sachen, die und da gebe ich Leon. Ja, das ist die Hör mir doch mal zu jetzt. Unge, du sagst, Leon dreht Fake Pranks. Er soll es einfach kennzeichnen. Ja, okay, habe ich gemacht. Ich habe es auch zugegeben, dass ich... Hat er gemacht, nach 10 Jahren dann? Okay, aber ist okay, ja? Fake Pranks drehe. Er hat es zugegeben, nachdem er... Es werden doch irgendwie über... Am 6. Wir wissen, wer das... Ist für mich... Wenn man das mal analysieren würde, würde man sehen, dass du an manchen gewissen Punkten einfach zu schnell reagierst. Hier würde ich mir wünschen, dass er ein paar Beispiele rein... So weiter und so fort. Ich schwöre auf mein. So. Und dann, jetzt, wenn es viele sind, hättest du mir 3 Beispiele nennen können. Okay, hier wird das Video auch langsam viel zu lang. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Wir sind gleich bei 30 Minuten oder so. Leuten ohne Beweise. Darauf reagierst, live. Die Leute spenden dir Geld, deine Zuschauer. Du tust, als würdest du. Ja, also, wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich auch nicht, dass das Video zu lange wird, deswegen machen wir hier auch Feierabend, aber er erzählt hier ja im Grunde von wegen, der Leon wird noch als Hund beleidigt, dann behauptet der Simon, dass der Leon Mascher alle Videos zu Reactions und so weiter claimen und striken lässt und so weiter. Das entspricht halt auch nicht der Wahrheit. Das wird halt später auch noch aufgedeckt. Da hat der Simon auch einfach Fehlinformationen verbreitet. Und ich fände es einfach an der Stelle cool, wenn der Simon zu seinen Fehlern stehen würde, ne? Und einfach sagen würde, dass er da und da was falsch gemacht hat, weil das ist nichts Schlimmes. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Unge sein Herz am rechten Fleck hat. Das zeigt seine Hilfsbereitschaft in anderen Punkten. Außerdem ist er ein tierlieber Mensch. Da hat er sowieso schon mal einen Pluspunkt bei mir. Und ich fände es ganz nice, wenn die sich einfach mal aussprechen würden, anstatt diese Videos hin und her zu machen. Wäre vielleicht wirklich mal eine Live-Aussprache ganz cool.
Ich denke, das ist für alle Beteiligten sowieso eine Win-Win-Situation. Und ja, ansonsten bin ich an dieser Stelle raus. Meine Meinung kennt ihr. Und haut rein. Peace. We'll be right back.